herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer fünfteiligen Sendereihe Asklepios Ortho Talk zusammen mit der Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe. Heute erfahren Sie bei uns alles Wissenswerte zum Thema Orthopädie und Chirurgie im Bereich des Stütz- und Bewegungsapparates. Besonders im Bereich der Endoprothetik ist die Asklepios Klinik Lindenlohe eine der führenden in ganz Deutschland. Was genau Endoprothetik bedeutet und wie in der Klinik gearbeitet wird, das sehen Sie jetzt. Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe ist eine Fachklinik für Orthopädie und Sportmedizin. Eine der vier Fachabteilungen ist die allgemeine Orthopädie, Rheumaorthopädie und Endoprothetik. Jährlich werden hier ca. 450 hüftendoprothetische Versorgungen, mehr als 550 endoprothetische Versorgungen des Kniegelenks sowie ca. 100 Versorgungen mittels künstlichen Schultergelenk durchgeführt. Dabei wird das gesamte Spektrum von der minimalinvasiven Endoprothetik bis hin zu den aufwendigen, komplexen Wechseloperationen angeboten. Die Eingriffe finden in hochmodernen Reinraumkabinen statt. Diese stellen das höchste Maß an Hygiene dar und minimieren somit das Risiko einer Infektion. Ausgestattet mit Navigationscomputer und Röntgendiagnostik können die erfahrenen Ärzte mit höchstmöglicher Präzision operieren. Für ein optimales Ergebnis und einen schnellen Heilungsprozess. Also ich vergleiche es immer ein bisschen wie beim Autofahren auch, da haben wir auch ein Navigationssystem. Der Fahrer muss selber fahren können und das Navigationssystem verhindert keinen Unfall. Aber es gibt einem doch oft eine Hilfestellung, wo ich abbiegen muss. Und beim Operieren heißt es letztendlich, es gibt mir sehr hohe Präzision. Wir wissen also inzwischen von verschiedenen Untersuchungen, dass wir in so einem Bereich von mehr als 95% Genauigkeit liegen, währenddessen, wenn wir das rein händisch machen, bei ungefähr 75% liegen. Und ich glaube, die 20% Unterschied kann schon relevant sein für den Patienten. Und deshalb machen wir den Aufwand bei jedem Patienten, dass wir uns dieses Hilfsmittels bedienen. Das intensivmedizinische Team betreut den Patienten nach der Operation mit Schmerzkathetern. So kann die einst sehr schmerzhafte postoperative Phase sehr gut überbrückt werden. Denn in allen Behandlungsabschnitten steht das Wohl des Patienten im Mittelpunkt. Und zu Gast bei mir im Studio darf ich zum einen Herrn Prof. Dr. Heiko Greichen begrüßen. Er ist Chefarzt der Abteilung Allgemeine Orthopädie, Rheumaorthopädie und Endoprothetik der Asklepios Klinik Lindenlohe und auch ärztlicher Direktor. Und zum anderen haben wir den neuen Regionalgeschäftsführer der Asklepios Klinik bei uns. Herzlich willkommen, Herr Dr. Boris Rapp. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Greichen, wo liegen denn die Schwerpunkte in der Klinik in Lindenlohe? Also, welche Patienten haben Sie? Wir sind die orthopädische Fachklinik der Oberpfalz und letztendlich von der Halswirbelsäule bis zur großen Zehe, alles was Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen betrifft, sind Sie bei uns letztendlich richtig. Das heißt Knochen und aber auch Weichteile, das heißt der Range geht jetzt nicht nur um die Endoprothetik, die wir heute in den Mittelpunkt stellen, sondern wie weit ist dann der Behandlungsrange? Was für typische Verletzungen? Wir haben das Haus letztendlich in drei Abteilungen aufgeteilt. Der eine Bereich ist allgemeine Orthopädie und Endoprothetik, da taucht das Wort nochmal auf. Der andere Bereich ist Wirbelsäulenorthopädie und der dritte Bereich ist dann eher die Sportunfälle und allgemeine Verletzungen und größere Unfälle. Auch im Beitrag haben wir so die Endoprothetik ja schon ein bisschen angerissen bekommen. Jetzt haben Sie auch hier Fallbeispiele und Prothesen dabei, wenn Sie uns das hier bitte an den einzelnen Fällen noch mal kurz zeigen können. Ich habe jetzt nur eine kleine Auswahl mitgebracht. Hüften sehen wir hier vorne zwei Exemplare und an den Knien letztendlich auch zwei Exemplare. Wichtig für uns als Fachklinik ist, dass nicht jeder das gleiche Implantat bekommt, weil die Menschen auch sehr unterschiedlich sind vom Alter her, vom Anspruch, von ihren Aktivitäten, sodass wir schon schauen, dass jeder das optimale Implantat bekommt. Und das wollte ich sozusagen einfach ein bisschen darstellen, indem die verschiedenen Modelle da sind. Ich unterstelle jetzt mal, ich habe im Vorfeld ein bisschen drüber gelesen, da hat sich natürlich viel getan über Materialien, das wollen wir weitestgehend ausklammern, das ist dann schon vielleicht ein bisschen zu sehr fachspezifisch, aber die Beispiele, die Sie uns mitgebracht haben, die begleiten Patienten aber dann doch eine lange Weile, also das hält im Wortsinne. Also dazu gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Daten. Man sagt, dass mehr als 90% nach 15 Jahren immer noch beim Patienten sind. Also das heißt, es ist schon eine lange Standzeit, gerade die Hüften, das weiß man schon seit vielen Jahrzehnten. Und zum Thema Materialien vielleicht nur ganz kurz, da ging ja doch so ein bisschen was auch durch Presse und Fernsehen in den letzten Monaten. Hüften sind eigentlich inzwischen alle Titan, muss man sagen. Diese andere Diskussion Metall-Metall ist eigentlich ausgestanden. Herr Dr. Rapp, seit Oktober sind Sie der neue Regionalgeschäftsführer der Asklepios Klinik.
Sie haben einen Blick auf die vergangenen Jahre gewonnen. Wie hat sich denn die Asklepios-Klinik in Lindenlohe denn entwickelt? Ja, die Asklepios-Klinik Lindenlohe hat sich hervorragend entwickelt. Sie ist ja eine Traditionsklinik. Das heißt, Lindenlohe ist ja schon seit vielen Jahrzehnten bekannt als orthopädische Fachklinik. Und in der Leitung von Herrn Professor Greichen hat sich die Klinik nochmal deutlich weiterentwickelt, auch deutliche Qualitätssprünge nochmal gemacht. Und sie ist überregional eben als orthopädische Fachklinik bekannt. Und das zeigen auch unsere Patientenzahlen. Also wir decken eben nicht nur die Oberpfalz ab, sondern wir haben viele Patienten auch, die überregional zu uns finden und den Weg zu uns suchen. Um das so ein bisschen greifen zu können, wenn wir jetzt natürlich über derartige Eingriffe sprechen, dann haben Sie stationäre Patienten, einige Tausend. Wie viel sind es beispielsweise im Jahr 2012 gewesen? Ja, wir haben so ungefähr 5000 Patienten, die wir stationär im Jahr versorgen. Das sind aber nicht alles Patienten, die wir operieren, sondern wir haben ja auch viele konservative Behandlungen. Und wir haben inzwischen bis zu oder circa 10.000 ambulante Kontakte, die wir betreuen. Das sind Patienten, die wir in Sprechstunden haben, aber auch Notfälle, die wir inzwischen auch mit denen wir auch angefahren werden von den Rettungsdiensten. Also schon eine nicht unerhebliche Zahl. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, wenn man Diskussionen um Operationshäufigkeiten auch ein bisschen verfolgt. Wenn man nur davon ausgeht, sehen uns die Fallbeispiele an, das ist einfach mal ein massiver Eingriff für den Patienten. Aber wenn Sie die Klinik Lindenlohe sehen, dann muss nicht zwingend immer gleich derart operiert werden. Kann man davon ausgehen? Ja, ich meine, Sie sprechen eine Diskussion an, die im Moment in Deutschland ein bisschen geführt wird. Wie viel wird operiert, wird zu viel operiert? Das kann man sicherlich nicht allgemein sehr schwierig beantworten. Man kann aber sagen, dass gerade eine orthopädische Fachklinik wie beispielsweise Lindenlohe und sicherlich in Deutschland gibt es auch noch manche andere, aber dass eine orthopädische Fachklinik da verschiedene Möglichkeiten bietet, sagen wir mal auch Alternativen zur Operation anzubieten. Wir in Lindenlohe haben es so, ich habe es kurz schon erwähnt, dass wir sehr viele Patienten auch konservativ behandeln. Gerade beispielsweise im Bereich der Wirbelsäule, wo wir einen Großteil der Patienten tatsächlich versuchen, ohne Operation zu versorgen, aber auch in den anderen orthopädischen Bereichen. Und das ist sicherlich, die Möglichkeiten sind dort breiter, weil wir dort ein Team haben, nicht nur von Ärzten, sondern auch von Therapeuten und Pflege, die sowohl für die Operation als auch für die konservative Therapie ausgebildet sind. Insofern ist bei uns nicht so eine Rolle spielt, ob wir den Patienten operieren oder nicht, sondern wir schauen danach, was ist die beste Versorgung für den Patienten. Aber im bestimmten Zeitpunkt, Herr Professor Dr. Greichen, ist natürlich die Operation trotzdem dann eben die beste Behandlung oder der letzte Schritt oder der letztmögliche. Was für eindeutige Anhaltspunkte oder Indikationen gibt es dann eben, wenn wir gerade von solchen Eingriffen sprechen? Also anhand solcher endoprothetischer Eingriffe ist ja eher am Ende einer therapeutischen Kette. Und viele kleinere Eingriffe sind dem oftmals vorgeschaltet. Von daher ist auch wichtig, dass eine Fachklinik das gesamte Spektrum anbieten kann, von minimalinvasiven arthroskopischen Eingriffen eben bis hin zu endoprothetischen Eingriffen und nicht sozusagen den einen Eingriff nur beherrscht und dann muss jeder Patient diesen auch bekommen. Also ich glaube, das ist schon der Vorteil, wenn Sie alles im Spektrum haben. Das ist ja auch ein sehr hoher Qualitätsanspruch, denn das ist ein Austausch von dem natürlichen dann zum künstlichen Gelenk, der für viele Patienten eben dann notwendig wird. Wie steht es da um die qualitativen Ansprüche in Lindenlohe? Wie schaffen Sie die nötige Qualität? Also ich glaube, das ist eine ganz breit zu beantwortende Frage. Also das eine ist, Struktur muss geschaffen sein. Wir müssen also vom Personal her so gut ausgebildet sein, dass wir mit spezifischen Teams arbeiten können, um einfach OP-Dauern zu reduzieren. Damit reduzieren Sie auch Komplikationsraten. Dann müssen Sie aber auch von der Infrastruktur so vorgehalten sein, dass Sie technisch, da ist bei uns das Stichwort Navigationssystem zum Beispiel vorhanden, dass wir hier einfach optimal versorgen können. Und dann geht es hinten raus weiter in die Kontrolle, dass wir unsere Patienten also nicht nur versorgen und dann nach Hause schicken, sondern dass wir sie auch tatsächlich regelhaft wieder in der Kontrolle haben. Und da sind wir seit vier Jahren jetzt doch mit dem Lindenlohe Endoprothesenregister so weit, dass wir wirklich jeden Patienten auch immer wieder in der Kontrolle haben, um zu kontrollieren, was machen wir, sind die Implantate gut, sind unsere Techniken in Ordnung. Was wir vorhin auch sehen konnten, Sie haben es gerade eben auch noch mal angesprochen, der Navigationscomputer. Welchen Vorteil bringt er letztendlich für den Patienten? Es ist ein Hilfsmittel, es ist ein bisschen wie beim Autofahren auch. Sie müssen selber fahren, Sie müssen gut fahren können, aber es sagt Ihnen schon, sind Sie genau genug in Ihrer Operation und das macht es bis auf einen Grad und einen Millimeter genau. Und damit wird Genauigkeit gegenüber der normalen Operation, die man ohne Navigation macht, von 75% auf 98% gesteigert. Und ich denke, das ist für den Patienten einfach eine Sicherheit, die er hat. Und für uns auch. Herr Dr. Rapp, das ist aber etwas, was Sie
aus eigenen Stücken übernehmen, dann ist es ja keine typische Kassenleistung. Das heißt, Sie gehen da gerne in Vorleistung und bringen ein bisschen mehr Qualität noch für den Patienten ins Spiel. Ja, das ist für uns auch eine Verpflichtung. Gerade als Fachklinik ist es so, muss man auch Vorreiter sein. Und es macht wenig Sinn, Entwicklung hinterherzulaufen, sondern wir sind eigentlich schon auch in den vergangenen Jahren immer so weit gewesen, dass wir Innovationen mitgestaltet haben. Und das vom Professor Greichen ins Leben gerufene Endoprothesenregister, was vor 4 Jahren begonnen worden ist, hat sich ja jetzt bundesweit auch in ein Pilotprojekt Endoprothesenregister verwandelt. Wir sind seit Januar auch Teil dieses bundesweiten Pilotprojektes Endoprothesenregister. Wir sind jetzt dabei, nachdem auch die Endoprothetik zertifiziert werden kann, uns zertifizieren zu lassen unter Endocert, also dass sozusagen wir auch Qualitätskriterien anbieten können. Wir nehmen beispielsweise auch teil an diesem Portal qualitätskliniken.de, wo neben Asklepios viele Träger ihre Qualitätsparameter offen zeigen und wo man als Patient oder als zukünftiger Patient sich beraten kann. Und das ist natürlich wichtig für uns. Und da muss man in Vorleistung gehen. Und da kann man nicht nur nach ökonomischen Zahlen gucken, sondern es ist eine Verantwortung der Nachhaltigkeit. Ich meine, wir haben eine große Tradition in Lindenlohe und wir wollen diese Tradition natürlich auch weiterführen. Und da muss man die Nase vielleicht auch immer ein Stückchen weiter vorne haben und da auch, sagen wir mal, nach außen auch interessant bleiben. In diesem Sinne darf ich hier anknüpfen. Eine kleine Tradition können wir gründen, denn wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen. Ich danke Ihnen für den Besuch heute Abend, werden aber noch die Gelegenheit haben, die Klinik Lindenlohe und die verschiedenen Tätigkeiten und Schwerpunkte noch genauer kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesunde Zeit. Machen Sie es gut, Servus und Wiederschauen.